Willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. einem der ersten Let's Plays zwischen TwoCrankLP und dem Let's Play Profi. Hi. Wir Let's Playen gemeinsam das Spiel Far Cry 3 und heute sind wir gemeinsam im Co-op Modus unterwegs. Genau. Und da muss ich selbst mal schauen, was ich da für Waffen auswähle. Weil ich da selbst noch nicht so erfahren bin, muss ich zugeben, aber es macht. So, ich spiele es gerade zum ersten Mal und ich weiß gerade auch gar nicht. Du musst wähle Bewaffnung und dann kannst du auswählen und dann kannst du bereit ein. Ich mache einfach Saboteur bereit genau. Ein aus. Genau, jetzt so. Bist du bereit. Start in einer genau, Sekunde jetzt geht's los. Gut. Und jetzt müssen wir denen hinterherlaufen. Okay. Folge der Spur des Captains an der Küste entlang. Ah. Wer bist du? Bist du der alte Typ da? Sind wir nur zu zweit? Gerade duckt. Ah, warte mal. Ja. Ah, das ist cool. Warte mal kurz. Okay. Ich schleiche mich von hinten an und hole den per Messer. Ja. So, genau, jetzt haben wir kein Aufsehen erregt. Auf C läufst du gebückt. Und warte, wir können mal von außen schauen, ob wir irgendwie die umgehen können. Ich hab ihn noch einen. Achso, da. Ah. So, nochmal angekillt. Weil dann können die nämlich kein Radau machen. Keinen Alarm schlagen. Siehst du mich? Ja. Jetzt müssen wir kurz spähen. Ah, da hinten sind noch welche und da oben ist jemand. Können wir mal gucken, ob wir irgendwie hier hochkommen, ohne entdeckt zu werden. Oder schleichen uns außen rum und eliminieren einen nach dem anderen. Können wir auch machen. Da ist noch einer. Genau, da ist noch einer. Da ist noch einer, ja gut. Da gehen wir leckerer ein. Warte, der kommt gleich zu mir. Hast du gekriegt? Ja, heimlicher Kill stand bei mir. Mit Nahkampf okay. Oder? Nee, ich habe einfach geschossen. Vielleicht auch. Boah, nice. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Checkpoint erreicht. Ja, top. Okay. Hier leckt es auch nicht so stark. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier folgendem Weg. Ein bisschen weiter. Ich frag dir einfach. Oh. Auf Q kannst du heilen. Lass mal kurz runtergehen. Oh, du kannst nicht heilen. Warte, doch, ich kann mich heilen. Ah, cool, da habe ich nicht genügend Leben verloren. Gehen wir ein bisschen in Deckung hinter dir. Achtung. Oh. Kannst wiederbeleben. Ja, warte. Oh, nice, danke. Ah, ich bin tot. Shit. Ja, wo? Unter dir. Ah, warte, ich mach die hinten kurz fertig. Nice. Okay, gut, ich glaube, jetzt können wir wieder nach oben gehen. Warte, lass noch kurz vielleicht Munition einsammeln, wenn die gleiche Waffen haben wie wir. So. Ja gut, ich komm. Was auch. Aber warte, was ist hier noch? Das Sprengstoff gefunden, nein. Nice. Wer bist du jetzt? Boah, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, noch gar nicht. Da kann ich. Oh. Damit. Noch snipern hier. Warte, gehen wir außen rum. Die Sniper sind saugefährlich. Zwei Shots und du bist down. Guck, so zwei Schüsse. Ja, so circa. Ja. Warte.
Ja. Du kannst dich noch heilen. Scharfschützen. Ne? Ich? Ich dich heilen. Nee, nee, dich selbst heilen kannst du, gell? Ja, ich hab gar nichts Rotes bei mir gerade auf dem. Oh Gott. Ich quere das Piratendorf. Boah. Warte, ich belebe dich wieder. Wo du bist. Ah. Danke. Schnell in die Hütte, schnell in die Hütte. Ganz kurz heilen. Bist du tot? So, ich hab kurz. Wo bist du? Bin vor dir. Bist du tot? Nee, ich bist du tot? Nee, nee, nee. Achtung, Achtung. Oh Gott. Oh, na. Hä? Hey. Fuck. So, schnell wieder belebt. Schnell hinter den Zaun. Huch. Glück gehabt. Hier, warte mit. Achso, werfe ich eine Granate. Aha. The Moss Scrawler. Hab ich ja gerade einen getötet? Nice. Oh, Headshot. Hast du einen gegeben? Ja, ich habe einen. Nice. Schnell in den zweiten Zaun. So. Ganz vorsichtig vorbei. Bei Luken. Okay. Auf Leertaste kannst du springen. Ach, bist du jetzt einfach über den Zaun gejumpt? Ja. Bam. Der eine gefällig ist außer Gefecht. So, ich hab den anderen. Top, top, top. Backpoint erreicht wieder. Nice, ey, das geht eigentlich voll gut. Ja, wir. Wir ruhen das. Ach, eh halten und Sprengstoff auffüllen, okay. Oh. Der hat eine Shotgun. Oh, die. Pumpgun. Die sind gefährlich. Die könnte ich halt relativ schnell alle machen. Ich hab noch was zum Heilen, ich hab nichts mehr zum Heilen, damit. Bam. Bam. So, dann. Hinter uns hat eben. Hat jemand. Hinter uns ist einer, oder? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich von hinten einer. Ah, oh, ja, das ist einer. Boah, da sind viele, da sind viele. Oh, dammit. Ah, oh, mich hat einer von hinten ermordet. Warte, ich komm. Ah, gut, dass es dich gibt. Den guten alten Let's Play-Profi, der Profi aller Let's Play. Ah, jetzt bin ich tot. Jetzt musst du mich kurz wiederbeleben. Nein! Oh, bin ich nochmal geheilt? Ich bin schon wieder tot, Ding. Du liebst nicht. So. Ich hab irgendwie keinen Range-Schuss mehr. Warte, geh zu irgendeiner. Zu einem Typ hin. Da liegen. Kurz hab ich eine Range. Ja, ich habe jetzt eine AK-47, glaube ich. AK-47. Habe ich auch am Start. Ist ein solides Gewehrchen. Oh, Headshot. Nice. Ah. Noch einer wieder hinter uns? Ne. Okay. Läuft.
Was ist der Sturz für eine Waffe? Granatwerfer schon. Granatenwerfer schon. Wow, nice. Du einfach alle tötest. Erfolgt, die Jagd beginnt. Einfach weitergehen. Ja, eigentlich. Nein, das passt jetzt. Beide Gefangenen. So. Du? Ich muss gerade nur die Waffe wechseln. Das bin ich. Waffe, achso. Kann ich noch die Waffe wechseln? Ah, nice. Die dann jetzt eigentlich die Gefangenen da drin oder die Waffe irgendwie wechseln können. Was? Nice, haben es geschafft. Sehr gut. Die erste Challenge haben wir geschafft. Ich würde sagen, äußerst erfolgreich. Haben uns gegenseitig immer schön helfen können. Sehr gut. Sehr gut. Würde ich doch mal erfolgreich gemeistert nennen. Ah, nice. Sollen wir noch die nächste machen? Oder sollen wir einen zweiten Part draus machen? So immer eine Challenge, eine. Ja gut, müssen wir jetzt machen. Okay, also das war unsere erste Challenge. Wir machen demnächst, laden wir die zweite hoch, machen wir die zweite. Und wenn es euch gefallen hat, der Tugrank und der Let's Play Profi freuen sich immer gerne über ein Abonnement. Oder über einen Daumen hoch oder über einen Kommi. Oder Tugrank? Ja klar, auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.